So, meine Lieben, jetzt sind wir unterwegs mit der Pinja. Und zwar, wohin fahren wir, Pinja? Gehen wir zu Nancenter. Ich gucke mal etwas, die Geräte für Kochen. Ja, also sie hat dein Angebot gesehen. Ja. Da gibt es wohl irgendetwas zum Kochen oder zum Braten, sowas. Ja. Ich zeige Ihnen. Und dann zeigen wir das mal euch. Und später, wo gehen wir später hin? Später gehen wir einfach zu einer Party von Bekannter. Ja, einfach ein bisschen Mukata essen. Ja, ja, ja. Genau, so sieht's aus. Dann sehen wir uns gleich beim Nan-Zentrum. So, jetzt sind wir hier im Nan-Zentrum mit der Pinja. Und jetzt zeigt mal uns die Pinja, was sie kaufen möchte. Aber möchtest du was kochen mit ihm oder grillen oder was? Das ist alles unmöglich. Alles möglich. Du kannst da alles grillen, machen. Was noch? Kochen, braten. Braten? Okay. Machen wir. Ja, dann bin ich mal gespannt, Leute. Volle Hütte heute hier. Also, unsere Freunde, so sieht es aus. 110 Euro kostet es. Digitale Heißluftfritteuse. Edles Design und vielseitige Funktion. 10 in einem für vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten. Ja, was kann man da inklusive Hähnchen? Ah, Hähnchen kann man auch hier machen. Was ist das? Schokolade oder was, Pinja? Weiß ich nicht. Was ist das? Eiscreme. Ja, jetzt gucken wir mal, dann nehmen wir das mal mit. Dann gucken wir mal, wie das... Kann man aufnehmen? Darf man aufnehmen? Ja, klar. So, jetzt pass mal auf. Hier kann man hier alles machen, guck mal. Hallo. Frittieren kann man Pommes zum Beispiel, grillen, Hähnchen, braten, backen, rösten, dörren, gratifieren. Gratinieren, kennt das gar nicht, auflaufen, erhitzen, warm halten. Digitale Bedienkomfort und entsprechende Design für die Genussvielfalt. Also, clevere Kombination aus Heißluftofen, Grill und Fritteuse. Zum Frittieren, Grillen, Braten, Backen, Rösten, Dürren, bla bla bla. Besonders fettarmes und schonendes Garen auf mit Heißluft. Okay, 90 Minuten. Timer-Funktion für punktgenaues Garen und Auto. Boah. Zu groß, oder? Nahezu ohne Öl. Ja. Yeah. You don't need Öl. Ich weiß. Ja gut, aber wo stellen wir das bei uns in der Küche hin? Aber gut, da fang ich an, oder? Ja gut, dann muss ich mir vielleicht die Mikrowelle wegmachen. Oder nicht? Nein. Auf die Mikrowelle drauf. Ja. Ja. Ja gut, können wir machen, können wir nehmen. Wenn du das haben möchtest, ja. Was denkst du? Ja, können wir probieren. So, jetzt sind wir unterwegs. 20 Grad. Jetzt waren wir genau dort und wir haben uns... Sehr warm. Heute ist sehr warm. Aber wir haben uns entschieden, dass wir nicht diese Fritteuse kaufen. Weil wir wissen erstmal nicht, wohin wir das hinstellen sollen. Als zweites wissen wir nicht, für was wir das genau brauchen. Vielleicht kaufen wir das später oder vielleicht klein oder wie auch immer. Jetzt habe ich in einer Stunde habe ich 4 Kumpels getroffen. Den einen kenne ich schon seit 20 Jahren. Der hat damals noch mit mir auf einer Straße gelebt. Dann einen Arbeitskollegen und dann noch ein paar weitere Bekannte. Getroffen. Und jetzt sind wir endlich unterwegs zum Philipp. Ah, dieses Sumpam ist sowas von scharf. Ja. Oh, hallo. Oh, dieses Sumpam ist sowas von scharf. Hallo. Wir machen so ein kleines Barbecue hier. Und dir? Hallo. Hallo. Gut. So sieht es hier aus bei uns. Sag hallo. So, unsere Lieben, jetzt sind wir nach Hause gekommen. Wir sind schon 2 Tage vorbeigegangen und jetzt machen wir.
einen kleinen, super leckeren Shake mit dem Pinion. Wir haben da so einen Mixer gekauft. Mit dem kann man eigentlich vieles machen. Jetzt gucken wir mal. Bin ich mal gespannt, was aus dem Ganzen wird. Jetzt haben wir Wassermelone, ja? Normalerweise Wassermelone gibt. Wie heißt das? Körner. Ja, Körner. Ich habe alles weggeschmissen. Weggeschmissen. Du hast es alles sauber gemacht und die Körner weggeschmissen. Okay. So, jetzt kommt alles schön in die. Ja, ich benutze viel, weil das ist für uns. Ja, aber nur Wassermelone, da kommt noch was dazu. Komm, das ist, was ist das? Was Zucker ist? Mit Wasser. Viel ich Zucker? Habe nicht viel. Okay. Benutzen wir nicht alle. Ja. Nur zum Beispiel. Okay. Genug, ja? Ja. Und das Eis habe ich gemacht auch selber. Okay, so. Okay. Ach so, hast du die Dose gefunden? Ja. Weil du hast gesagt, du findest die Dose. Ja, aber ich vergesse, dass ich habe. Weißt du eigentlich, dass morgen ist voll Regen für zwei Wochen am Tag. Ja, ja. Und es wird kalt. So. Vielleicht Banane rein. Banane auch, aber gefällt mir nicht. Banane ist Banane. Okay. Funktioniert das überhaupt? Ja, verstehe. Aber ja, das ist mit Wasser. Das ist zu wenig Wasser. Aber wenn Wassermelone kommt. Ja. Ja, das ist das erste Mal, das sieht nicht so professionell aus, aber naja, das wird schon. Ja. Mach mal zwei. Probier mal zwei, wie schnell geht. Ich muss mehr Eis. Das ist nicht das schlechte Motor mehr. Mehr. Lass mir dann. Mach doch einfach. Ja, noch ein. Machen wir zwei, ich probier mal. Mhm. So. Was ist das hier? Das ist manuell. Das kannst du selber machen. Mach mal. M, oder? M, ja. Okay. Und dann probiere ich. Ja, probier mal. Lass mich mal probieren. Für dich. Für mich. Für den Chef, ja. Da hat sie jetzt nichts dazu gesagt. So 20 Grad heute. Und morgen ist wieder kalt und schlecht. Aber naja, was kann man. Sie sieht gut aus. So. Ja, normal. Ja, nicht so süß, ja? Willst du nicht so süß? Genug? Gut, perfekt für mich. Leute, danke schön, Pinja. Gib mir deine Hand. Kap und Kap. Übrigens, wir haben nächste Woche Termin mit unserem kleinen Freund, weil der hatte ein kleines Problem, der hustet gefällt. Das hat er wohl schon länger. Und ich habe mit dem Arzt gesprochen, die meinte, ja, wir sollen uns mal nächsten Dienstag bei ihr melden. Einfach mal vorbeikommen mit dem Luca. Und sie schaut alles an. Ich weiß nicht, was es kosten wird. Das letzte Mal, was haben wir bezahlt für die Impfung? 40. Tollwut-Impfung. 40? Ja. Ungefähr. Ja, Tollwut-Impfung haben wir gemacht, haben wir 40 Euro bezahlt. Jetzt gucken wir mal, was wahrscheinlich muss er gerankt werden. Mal schauen, aber ich hoffe, da hat nichts Schlimmes. So, in dem Sinne, meine Lieben, wir sehen uns bald. Tschüss. Oh, Müsli. Heute will ich Green Curry für Ruslan kochen und brauchen wir nicht so viele Sachen. Ich zeige Ihnen, okay? Die erste Brief, Zucchini,
Paprika, Green Curry, Pasta, Spice, Kokos Milk, Fish Salt. Kokos Milk benutzen wir nicht so viel. So, los Lime Leaves, ja. Aber wenn sie haben keine Lime Leaves, sie können auch Basilikum Leaves benutzen. Basilikum, ja. Das ist besser, aber ich habe keine, so benutze ich das. Normalerweise, ja, es gibt Original, verstehen Sie. Aber wenn ich habe keine und benutze ich etwas instant, you know. It's okay, but I don't have it. I just use this one. Kommt mein Abendessen auf den Tisch. Curry mit Reis und Rindfleisch, ja, Pinja? Mhm. Zucchini. Mit Zucchini. Ein bisschen Soße. Was heißt Soße? Ein bisschen, ja. Brühe, sozusagen. Paprika. Ah, Paprika, ja. Genau. Okay. Sieht gut aus. Riecht auch gut. Guten Appetit euch allen. Hallo Leute. Jetzt bin ich in der Stadt. Ich komme mit zwei Frauen und wir sind hier. Die erste Mal, ich habe nicht gewusst, dass es diese Geschäft gibt. So Infinity probiere ich. So ist ein bisschen kompliziert für mich. Man muss viele Sachen, Optionen wählen. Und dann gibt es Topping hier. Es gibt heiß und kalt. Aber in Thailand gibt es nur kalt. Verstehen Sie? Probiere ich. Schmeckt oder schmeckt nicht? Was bekommen wir? 3,90 €. Ja. Sie sieht gut aus. Mhm. Und wie geht? Was hat wie geht? Ich weiß es nicht. Wie heißt? Anila, ja. Mango. Jasmine. Green Tea. Jasmine Green Tea. Oh, Paul, was kommt von einer? Jasmine Green Tea. Also, wenn die Wunde war. Die Wunde ist Apple. Probieren wir. Oh, nicht sein. Die Wunde ist Sang. Alle war. Zitrone. Was ist Zitrone? Ich bin Seilab.
เออพี่ใส่ซิโทเน่ด้วยซิโทเน่ด้วยAlso, jetzt bin ich zu Hause und ich war mit den drei Frauen in der Stadt, ja, und haben wir diese grünen Tee getrunken und wir waren noch im chinesischen Restaurant, aber ich habe die Video gemacht, aber ich kann nicht finden.Vielleicht mein Handy funktioniert nicht. Die Geschmack von die Chinesen passt okay, aber nicht gut oder sehr gut für mich persönlich. Weiß es nicht, vielleicht das ist. Aber passt ganz lecker, aber nicht sehr. Verstehen Sie? Kann ich sagen. Und Ruslan arbeitet hier. Und heute hat er eineHilfe von Thailand. Ich zeige Ihnen. Hallo zusammen, das ist meine Hilfe. Viele, viele Haare. Ja. Sitze, aber he turned back to you. He turned his back to you. Er hat sich von mir umgedreht. Ja. Das ist richtig helfen oder nicht? Ich weiß es nicht. Nein, das ist keine große Hilfe. Ich glaube, der muss wieder nach Thailand gehen, in den Tempel.Und bleibt er dort oder was? Ja. Nein, I feel sorry to him. Okay, Ruslan, wie geht's dir heute? Ja, ich bin müde. Ja, er ist sehr müde. Viele, viele Arbeit. Also, wir sehen uns, meine Lieben. Bald macht mein Interview mit dem Herbert, der halbes Jahr jedes Mal in Thailand überwintert. Herbert hat gesagt nein, oder? Ja gut, Herbert ist jetzt krank, leider dieses Mal nicht. Er hat mich heute angeschrieben, hat gesagt, er fühlt sich nicht gut, er ist krank, ihm geht es nicht gut. Aber nächstes Mal macht man das. Mhm. Also, bis dann. Tschüss dann, Leute. Bui, bui.